möchte nicht gern lesen, wo er Randale gemacht hat. So steht es im Vorwort. Leseprobe. VfL Bochum, Mönchengladbach. Als wir dann gegen 23 Uhr unseren Zug betraten, standen in unserem Abteil massenweise Bullen mit ihren Ködern rum. Einige von uns wurde es wohl zu warm und so beschlossen, sie einige Scheiben einzudrehen. Natürlich gefiel es den Bullen nicht. Sofort war wieder Stimmung im Zug. Die Bullen wussten nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und so zogen sie es einfach ihre Knarren und entsicherten sie. Die Duisburger stellten sich direkt vor einen Bullen und rief: Scheiß, du Arsch, du hast schon die Hose voll. Und der nervte der Bulle steckte seine Knarre nun weg und verzog sich ins sechste Abteil. Fazit, randalemäßig 1a. Ein Lob für die Münchner, die stehen geblieben sind. Sie sind zwar gefallen, aber Respekt. Währung, Inspektion Süd, grüß Gott. Was hört man denn bahnmäßig, bahnpolizeimäßig aus Gelsenkirchen? Frankfurt, Polizeiinspektion Süd, Samstagvormittag, 10 Uhr. 5,5 Stunden später wird das Spiel Eintracht gegen Schalke beginnen. Die beiden Fanpolizisten Wolfgang Währum und Matthias Bech versuchen zu klären, mit wie viel Schalker Fans zu rechnen ist. 10 sind schon angekommen. In Zivil. Die Arbeit der beiden Kontaktbeamten, so ihre offizielle Bezeichnung, wird von der Polizeiführung in schönstem Amtsdeutsch wie folgt beschrieben. Erkennen und differenzieren der Fanstruktur nach friedlichen, gemäßigten, konfliktgefährdeten und gewalttätigen Fans, also in die Fanszene zu gelangen, Kontakte herzustellen und zu halten. Pazifierung im Vorfeld von, während und nach Fußballspielen. Ich dachte, 20 Mann fahren da schon nach Hamburg. Heute. Zum Spiel Hamburg gegen Kaiserslautern. Dann seid ihr mal so gut und fragt mal kurz unterwegs an, ob die da irgendwie Zirkus gemacht haben oder ob die sich ganz normal und friedlich wie zu erwarten verhalten. 12 Uhr mittags, High Noon, Abmarsch. Die Pistole bleibt wie immer dran. Frank von Diemel, 1321, kommen. Hier ist Frank, kommen. Der Diemel 1321 und 22 besetzt Einsatz Fußball. Verstanden. Ende. Frankfurt Hauptbahnhof. Hier warten Eintracht-Fans auf ihre Schalker Feinde. Eine kleine Schlägerei möchte schon gehen. Währum und Bech, seit 1982 in der Frankfurter Fanszene tätig, kennen ihre Pappenheimer. Von Angesicht zu Angesicht, mit allem drum und dran. Name, Alter, Adresse, Vorstrafen. Das Herausholen aus der Anonymität, sagt Währum, war erfolgreich. Die Zahl der gewalttätigen Fans in Frankfurt von über 200 ist auf etwa 30 bis 40 zurückgegangen. Den Umgangston kann man als schnörkellos bezeichnen. Währum spricht ihre Sprache. Seit wann bist du wieder draußen? Seit wann bist du wieder draußen? Seit am 30. 30. Januar. Oktober oder was? Diesen Monat. Ja, 30. Oktober. Nee, ich will keinen Schnaps. Wir alle. Nein. Ich bin erst um 1:30. Ist das klar? Stefan, lass mal kurz. Mitglieder der Frankfurter Adlerfront. Jawohl, alles freundlich. Das heißt, 2 Jahre im Knast, 28 Monate, hat er mir eben gerade gesagt. Ja, am 30. Oktober ist er rausgekommen, ne? 28 Monate hat er gesessen. Ja. Übrigens auch der gleiche Richter, der jetzt den Kuh verknackt hat. Ehrlich? Und er sagt aber vorhin, also der Scheimann hätte doch schon irgendwo recht gehabt mit dem, was er da mit ihm veranstaltet hat. Ja, das ist auch klar. Und der Borant erzählt, der Borant hat mir übrigens ein Messer gegeben, das holt er sich am Montag wieder bei uns ab. Oh, freiwillig abgegeben. Das hat er aber schön gemacht. Das hat er abgegeben. Die Jungs lernen schnell. Und dann sind die Schalker da, ganze 12 Mann. Um Auseinandersetzungen vor dem Bahnhof zu verhindern, möchte die Polizei das Häuflein direkt in den Zug zum Stadion umladen.
Die Stimmung bei den Polizisten ist gereizt. 5 Tage zuvor sind 2 Kollegen beim Einsatz an der Startbahn West erschossen worden. Ja, passen Sie nochmal auf. Hören Sie wieder auf. Nein, nur keine Wir wollen uns mit Kollegen unten treffen. Wir stellen uns ganz schön in den Kneipe ein Trinken, aber wenn wir zum gemütlichen Fußballspiel fahren. Ja, das könnt ihr doch auch hier mit der Eisbahn. Ja, geht's doch für euch da, oder? Warum schicken Sie uns dann sofort in den Rückzug rein? Wir wissen doch schon längst, dass wir euch nicht da vorne rauslassen, sondern dass ihr zum Bahnhof Sportfeld fahrt. Das haben wir denen eben lang und breit erklärt. Also, ist doch ganz einfach. Ist doch gar nicht so schwer zu verstehen. Ist das hier eine Startbahn West oder was? Ja, sprech wieder auf das Thema an. Ich war am Montagabend dabei. Also, mäßige dich mit dem schwachsinnigen Thema jetzt hier. Deswegen sollte das so sein. Das ist kein Vergleich. Ich bin nicht heiß, ich bin immer so. Ja, was denn? Wir können doch in die Stadt gehen, was ich hab ihm nur erklärt auf seine Frage hin, was jetzt Sache ist, wie wir da vorne mit euren Freunden verblieben sind. Das ist ganz einfach. Und denen haben wir gesagt. Also, sag ich doch. Und dann macht er mich mit der Startbahn an oder was? Soll der Quatsch? Das ist das erste Thema hier, oder nicht? Gut jetzt. Aber weil es keine rechtliche Handhabe gibt und auch die Fernsehkamera dabei ist, entscheidet der Einsatzleiter, sie dürfen passieren. Unter den Augen der Polizei im Bahnhofsviertel ein paar erste Frankfurter Bierchen. Im Einsatzbericht heißt es später, vor dem Bahnhof keine besonderen Vorkommnisse. Ja, Blondie! Ja, das Hey! Dass die da vorne jetzt Hamburger essen. Wir wollen nur ein Trinken, wir wollen nicht. Ich schreie nicht, erst normal. Hör mal. Ey, was ist das? Hier fragt ein Jürgen schon, das darf man nicht. Ja, also. Alles klar. Alles klar. Einsatzzentrale Frankfurter Waldstadion, das Spiel läuft. Hier in Block G und H, links vom Marathontor, stehen die Eintracht-Fanclubs. Friedliche, gemäßigte Jugendliche. In Fanjacken, mit Mützen und Schals, leicht erkennbar. Der eine oder andere konfliktgefährdet. Die anderen, notorisch Gewalttätigen, sammeln sich hier in Block JK. 25 bis 30 Mann. Sie nennen sich Adlerfront, Presswerk oder Skins. Den Verdacht, rechtsradikal zu sein, weisen sie weit von sich. Der vor Jahren von Frankfurter Neonazis unternommene Versuch, hier Nachwuchs zu rekrutieren, ist gescheitert. Die hier wollen nur Randale aus Spaß an der Freud. Und dazu gehört auch schon mal ein altes Hakenkreuz, sagen sie. Das ist jetzt oben genau an der Trennung zwischen Block J und Block H an den Zaun. Das orange Eckchen ist auch da. 20 Minuten nach Spielbeginn laufen die Schalker ein. Sie gelten in der Fanszene als besonders harte Jungs. In der Rangliste von den Sturmtruppen News veröffentlicht, rangieren sie an erster Stelle, vor Nürnberg und Düsseldorf. Frankfurt ist unter den ersten 10 nicht vertreten. Anlaufpunkt Stadionkneipe. Und sind jetzt vom Kreisesack mit der S-Bahn rausgefahren zum Bahnhof Sportfeld und eben hier angekommen. Das ist also, was die für den Interesse an Spielen. Und genau um die Gruppe geht es auch nachher nach dem Spiel. Also an denen heißt es jetzt dranbleiben. Ganz wichtig. Jetzt habt ihr sie gesehen. Eben. Und da ganz konsequent dran an die Geschichte. Die Rasenprofis locken die Schalker nicht vom Zapfern weg. Ihr Spiel findet woanders statt. Die Begrüßung ist rau, aber herzlich. Werum und Bech in Block G bei den Eintracht-Fanclubs. So ein ganz kleines bisschen sind sie hier Stars. Die Arbeit der Fanpolizisten schlägt zu Buche. So konnte der Einsatz von Bereitschaftskräften seit 83 um 20 Beamte pro Spiel reduziert werden. 3.100 Schutzleute werden in einer Saison in und außerhalb des Stadions eingesetzt. In allen anderen Bundesliga-Stadien sind es weitaus mehr. Und noch etwas. Nur 5,6% derjenigen, die während eines Heimspiels der Eintracht straffällig werden, gehören zu den Fanclubs.
72% sind Angehörige anderer Gruppen. Der Rest kommt von auswärts. Verum und Bech balancieren auf einem schmalen Grat. Auf der einen Seite das Bemühen, Vertrauen zu gewinnen, den Fans auch mal aus der Patsche zu helfen. Auf der anderen Seite steht der polizeiliche Zwang, strafverfolgend tätig zu werden und dadurch mühsam erreichte Akzeptanz wieder zu verlieren. Ja, wenn es eine einfache Körperverletzung ist, passiert da gar nichts. Dann rufst du am Dienstag morgen den Brill an und sagst, so und so ist das und damit hat sich die Sache für dich erledigt. Was da? Eine Blutprobe in so einem Fall kann natürlich auch von großem Vorteil sein. Wenn du voll bist wie ein Russ, dann hast du nämlich dann den Vorteil, dass du sagen kannst, ich weiß noch nichts mehr. Ja? Das ist ja mal klar. Halbzeit vor dem Schalker Block. Ja, die wissen, dass hier nichts geht. Ich hab den Krämer dran. Der Krämer bleibt jetzt direkt an den beiden. Ja. Ist der mit dem Rutschen? Ja, ja. Geh ich da mal hin. Machst du schon wieder einen Schalke-Block? Hä? Machst du mit dem Schalke-Block? Fußball gucken. Fußball gucken. Als Eintracht-Fan, oder? Deswegen werden wir das gleich klären, mein Guter. Und dann über Sprechfunk diese Meldung. Massenschlägerei in der Gaststätte. Hier, hör mal zu. Und nur saufen und sonst nichts. Macht euch raus, dann gibt's auch keinen Zirkus. Was habe ich euch denn vor dem Spiel erzählt, groß und breit? Jetzt haben wir Gott sei Dank der Halbzeit ist da, oder was? Wolfgang, lass da einen Druck dran an dem. Mach doch nicht so. Ja, aber was der drinnen sagt, das wird nichts gesagt. Jetzt, das hab ich schon mal gemacht. Jetzt, hör mal zu, das haben wir damit geklärt und ihr bleibt jetzt draußen. Komm, los, auf. Ist gut jetzt. Und den Peter nicht. Jetzt ist gut, komm. Alles klar. Zwei Frankfurter sind mit zwei Schalkern aneinander geraten. Die Angelegenheit ist schnell geregelt. Verum ärgert sich darüber, dass ein Beamter dies als Massenschlägerei gemeldet hat. Hier, wenn du nicht gleich einen Satz machst, nehme ich dich in Verwahrung. Verstehst du das? Du bleibst hier jetzt. Du bleibst jetzt hier. Darf ich von dem Schüler den Kopf hauen? Sonst will ich mit dir mit, verstehst du? Lass uns rein jetzt. Lass uns rein, aber. Feierabend hier. Ich hab ihm nur ein HD geholfen, ich hab da selber ein Bier getrunken. Ja, ich weiß ja, dass du ihm nur geholfen hast. Aber und wir haben. Der und der hat zwei Schüler unten auf dem Kopf, ey, du. Du Einrassau, du Einrasswein. Jungs, lasst euch doch nicht von denen probieren. Hier. Die wollen doch nur Ärger mit euch. Wenn ihr euch mit denen also macht nicht so ein... doch, was sie haben wollen. Ja, Moment mal, wenn ich mich vertraue, dann sollte ich dann entfernen oder was? Ja, das ist ja auch okay, es ist in Ordnung, jetzt ist das Thema gegessen und ab jetzt ist Feierabend hier. Verstehst du mich denn nicht? Drecksau hat mich angemacht, das ist ja nichts oder was? Das ist ja, wir haben die doch rausgeschickt und jetzt ist Feierabend. Das sind nur zwei drinnen, das sind nur zwei drinnen. Die holen wir gleich und ihr lasst zahlen und geht jetzt in Richtung Block. Tut mir den Gefallen. Die hol ich mir dann, wenn ihr hier weggegangen seid. Bin ich mal gespannt. Du brauchst gar nicht gespannt zu sein, das ist so, wenn ich dir das sage, ist das so. Samstagabend, 19 Uhr. Zurück zum Hauptbahnhof. Über die Hälfte aller Delikte passieren außerhalb des Stadions. Auf den An- und Abmarschwegen. Im Stadion sind sie getrennt. Hier kommen sie wieder zueinander, die Fans beider Lager. Und wenn vorher nichts abging, vielleicht geht ja hier was. Ja, das kann doch sein, dass ein Russen kommt. Was für größere Gruppen, die Gruppen, die sich hier blühen. Ja, drüben die. Hat er gerade gesagt, da ist ein Zug angekommen. Ja, die verteilen sich so schnell, ja, wenn du gucken kannst. Aus Schaden wird man klug. Das Polizeiaufgebot ist mächtig. Früher kam es im und vor dem Bahnhof oft zu Schlägereien. Im Rotlichtbezirk hinter dem Bahnhof, im sogenannten Kaisersack, flutschen die Gruppen und Grüppchen der Polizei schon mal durch. Menschen, wie Gott macht. Es ist ein Mordanschlag. Wenn Sie die Dornenkrone sehen, die Jesus auf seinem Haupt hatte, dann sehen Sie in einem Bilde gesprochen, wie die Sünde für Gott ist. Spitz und ganz dürr. Inzwischen ist es 22 Uhr. Die beiden Kontaktbeamten haben jetzt 12 Stunden Dienst hinter sich. Ja, wird bestimmt auch gut ankommen. Jetzt also ist die Frage, ob du jetzt die Sippe Schalke im Kontakthof überwacht mit 15 Mann oder ob du die 8 Schalke im Eros-Sender überwacht. Denn das ist nur noch der Rest, was da ist. Und das war's dann.
Ganz einfach. Ihr zwei geht da rein und wir zwei gehen da rein. Das ist mal eine ganz gute Idee. Und hier die beiden, die nehmen wir auch noch mit. Na, wie sehe ich das, ne? Oh. Wir haben nichts mehr. Sagt doch jetzt endlich mal, dass Feierabend ist. Also eins steht jedenfalls immer fest, fanmäßig läuft heute Abend noch gar nichts mehr, denn es sind keine Gegner mehr da. Das Einzige, was die noch machen und suchen, ist noch irgendwo ein Stück nacktes Fleisch und das war's dann. Lass dein sagen, lass es Zweifels tragen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. In einem Artikel über Manhattan wurde vor einigen Wochen diese Statistik veröffentlicht. Alle 23 Sekunden passiert in Frankfurt ein Verbrechen. Allmonatlich 2 Morde. 6 Rauschgiftdelikte täglich. Alle 24 Stunden eine Vergewaltigung. Einmal stündlich werden Telefonzellen, Wasserhäuschen oder Autos demoliert. 25 Brandanschläge im Monat. Jeden dritten Tag beendet ein Frankfurter freiwillig sein Leben. Aus diesem Umfeld kommt Eintracht-Fan S. Termin bei der Polizeiinspektion Süd. Es ist Fußballgewalttäter, vorbestraft, Stadionverbot. Nun möchte er wieder hin zur Eintracht. Wir dürfen ihn nicht von vorn filmen. Seine Kumpels würden ihm den Bittgang zur Polizei übel nehmen. Aber natürlich werden sie ihn an der Stimme erkennen. Doch er hat nicht gesungen, nur sein eigenes Lied. Wenn sie sich friedlich verhalten, dann haben sie gewisse Vorbildfunktionen. Das müssen sie sich gewiss und gewärtig sein. Und auch wenn andere sie angreifen, da gibt es 2 Möglichkeiten. Man kann sich also unmittelbar wehren und dann in die Schwierigkeiten kommen, oder aber man weicht einer solchen Situation auch mal aus. Das haben andere auch schon getan. Die können sich weiter die Spiele angucken. Denn ich meine, in solchen Situationen, ich meine, wenn man angegriffen wird, da bin ich immer noch der Meinung, da muss man sich seine Haut wehren. Aber man kann es ja auch so machen, dass man sich erst gar nicht in die Situation begibt, dass man angegriffen wird. Also genau das ist der Punkt, den ich damit meine. Wir werden bei der Frankfurter Eintracht das jetzt einmal befürworten, diese Aufhebung des Stadionverbots. Einmal. Und dann nicht wieder in einem sehr, oder verhältnismäßig sehr kurzen Zeitraum bei irgendwelchen Vorkommnissen wiederholen. Spielbericht SV Waldhof Mannheim, Borussia Mönchengladbach. Während des Spiels passierte dann nichts. Kurz vor Spielende verließen wir dann das Stadion und gingen zum verabredeten Treffpunkt. Es war die große Wiese vor ihrem Block. Nach kurzem Warten kamen auch endlich die Mannheimer. Wir waren 60 und sie waren etwa 80 Mann. Sofort liefen wir auf sie drauf. Wie immer wurden aus unseren Reihen eine Menge Leuchtraketen abgefeuert. Wir erkannten, dass die Mannheimer auch auf uns zuliefen. Im Augenblick, als beide Mobs aufeinander trafen, waren nur 3 Cops anwesend. Es knallte ohne Ende. Nach wenigen Sekunden mussten die Mannheimer schon feststellen, dass sie viele Verluste hatten. In dem Moment, als die Bullen kamen, traten sie den Rückzug an. Von uns wurden 2 Leute festgenommen. Fazit, es war wiederum eine super Fahrt. Danke an die Mannheimer für das gute Match. Wir waren von ihnen überrascht, obwohl sie 3-mal gelaufen sind. Wie kommt es denn zu dieser Gewalt? Diese Frage kann ich nur durch meine persönliche Meinung sagen. Das hat bei mir war, dass, wie es angefangen hat, wenn da einer die Eintracht beleidigt, wenn da aus dem gegenüberliegenden Block da die Hassrufe und Hassgesänge gegen die Eintracht kommen, oder wenn ich da oben das sehe, dann da hat es halt ausgerastet. Naja, aber die meinen das doch auch nicht ernst. Bitte? Die meinen das doch auch nicht ernst. Ja, wenn sie es nicht ernst. Was ich sage, das meine ich schon ernst. Und wenn ich da sage, ja, irgendwas, was weiß ich, Scheiß XY-Verein da, und dann meine ich das so. Und so werden die das wohl auch meinen. Und das war bei mir persönlich, das hat mich auf die Palme gebracht. Und nicht nur mich, sondern viele. Oder wenn halt was ist, wenn zum Beispiel, wie ich damals gesehen habe, so ein Spieler wie der Matthäus unser Denkmal umschlägt, ohne dass er überhaupt die Chance hatte, an den Ball zu kommen. Und dann im Grabi sein größter Wunsch, sein größtes Erfolgserlebnis, nämlich der UEFA Cup gewinnen, versagt bleibt, dass er halt nicht mitspielen kann, sondern halt mit dem Gipsbein hier auf der Bank sitzen muss.
Und so, das sind so Sachen. Ja, glaubst du denn, dass die bringen halt das Volk in Wallung, ne? Glaubst du denn, dass das, was unten auf dem Rasen passiert, sich auch auf die Ränge überträgt? Ja, mit Sicherheit. Wenn es da friedlicher zuginge, gäbe es dann auch weniger Ärger auf den Rängen? Einiges weniger. Wie viel weniger kann ich jetzt, also das kann ich nicht abschätzen, aber ich glaube, dann wird es auch auf den Rängen friedlicher ausgehen. Es geht nochmal um unsere Stadionverbotsliste. Ein Schreiben vom Bahnhofsrevier bekommen. Letzten Samstag beim Bochum-Spiel blieben noch diese 30 zum gewalttätigen Kreis gehörenden Personen zurück. Und schreiben hier, dass unser Freund dabei angetroffen wurde beim Ladendiebstahl und bei der Durchsuchung wurde bei ihm ein Abschussgerät für Leuchtmunition mitgeführt und er hat auch gegenüber den eingesetzten Beamten zugegeben, dass er dies mitführen wollte, weil er zum Spiel nach Bochum anreisen wollte und zu den vor dem Geschäft randalierenden weiteren 25 Personen gehöre, die den Zug um 11.49 Uhr nach Bochum eigentlich nehmen wollten. Interessant. Ja, deckt sich mit unserer Annahme, dass der Herr sich nicht länger wie 4 Wochen über Wasser hält und aus diesem Kreis nicht ausscheidet. Und ich denke, und unser Inspektionsleiter hat uns das auch aufgegeben. Damit ist die ganze Geschichte mit der Aufhebung des Stadionverbots das heißt also wieder hinfällig. Alles klar. Der Zugang zu dem kleinen Kreis der Gewalttäter ist für die Fanpolizisten kaum möglich. Von denen wird jede Zusammenarbeit abgelehnt. Der Bereitschaftspolizist, der ab und an im Stadion Dienst tut, konzentriert sein Augenmerk auf die erkennbaren Fans mit Mütze und Schal. Aber nicht die inszenieren in aller Regel die große Randale, sondern die wenigen Gewalttäter, die mit Fanclubs nichts am Hut haben. Der Kreis der Gewalttäter, der kleine Kreis von 30 bis 50 Personen, ist nicht, und das widerspricht der weitläufigen Meinung über Krawallmacher, Randalierer, ist überhaupt nicht erkennbar als Fan, als Eintracht-Anhänger für einen Außenstehenden. Diese Jungs laufen rum, vollkommen in Zivil gekleidet. Die laufen rum wie der liebste Nachbarjunge und tragen nur feinste, besonders gute jugendliche Freizeitkleidung. Elysée, Lacoste, nur vom Besten. Und was jetzt auch noch sehr modern dazugekommen ist, ist das Tragen von Regenschirmen bei jedem Wetter. Regenschirme haben auch den einfachen Grund, man kann sie als Schlag- und Stichwaffen einsetzen. Durch Unsicherheit der Bereitschaftspolizisten, manchmal auch Angst, sind solche erkennbaren Fans nicht selten tätlichen Angriffen ausgesetzt. Ja, die Sache war so, wir sind dann so nach dem Spiel in Bochum ruhig zum Bus zurückgegangen. In der Nähe des Busses standen also etliche Polizisten, auch teilweise schon vor dem Spiel aggressiv uns gegenüber waren. Das war vielleicht 30, Frank vor der Fenster haben dabei gestanden und ein Skinhead war dabei, der nicht bei uns im Bus mitgefahren ist und die Polizei wollte ihn aber unbedingt bei uns im Bus rein und er wollte zu seinem Auto. Und daraufhin hat sich das Ganze aufgebaut. Dann haben ein paar Leute von uns gesagt, der Mann gehört nicht bei uns in den Bus rein. Die Polizisten aufgebracht gewesen, sind dann gegen einen der Fans von unserem Bus vorgegangen, haben ihn zusammengeschlagen, ohne Grund. Einfach nur, weil die also unwahrscheinlich aggressiv waren. Man kann also nicht sagen, dass irgendwie von uns was da in dem Fall ausgegangen wäre. Es war also ganz klar ein Fehlverhalten von der Polizei gewesen. Plötzlich und spontane Aktion. Der geschlagene Frankfurter hat den Bochumer Polizisten angezeigt. Fanpolizist Bech war damals dabei. Er ist als Zeuge geladen und will vor Gericht für seinen Frankfurter Fan aussagen. Turnier in der Eissporthalle. Die Offenbacher Anti-Social Front hat den Frankfurtern Krieg angesagt. Die Feindschaft zwischen den Ortsnachbarn ist Tradition. Wir wollen keine Eintracht!
stehen sie sich nun gegenüber, von Ordnungshütern getrennt. Die Hassgesänge sind liebgewonnenes Ritual. Sozusagen Lockerungsübungen, warm machen. Und nur vereinzelt welche in Fankleidung. Die meisten sind in Zivil erschienen. Segelt aus dem Offenbacher Block eine brennende Wunderkerze nach unten. Wenn du noch einen wirfst, hol ich dich raus! Du Klon, du! Ja, Anne, holen wir uns. Verum springt mit den Offenbachern, die ja nicht seine Fans sind, ganz anders um als mit den Frankfurtern. Durch ein Gegentor beflügelt, hüpfen einige Offenbacher über die Brüstung. Das Maß ist voll. Das hier ist Tränengas. Sei vorsichtig. Ganz schnell in deinen Block. Ganz schnell. Ganz schnell. Sonst spiele ich mit dir. Verstehst du das? Du nimmst jetzt am besten deinen Kumpel in Gelb und gehst mit dem in den Block, sonst geht er mit mir in die Zelle. Merkt ihr das? Spielbericht VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach. Nachdem wir beschlossen hatten, uns 3 Jahre wieder mal in Stuttgart sehen zu lassen, fuhren wir am Samstagmorgen um 8.45 Uhr in Mönchengladbach los. Unterwegs besorgte man sich 3 Flaschen Bacardi, wir soffen ohne Ende. Plötzlich gingen 3 Jugendliche in Proper-Klamotten an uns vorbei. Sofort gingen ein paar von uns hinterher und wollten sehen, was Sache war. Schnell kamen sie zurück und meinten, dass Schalker im Zug wären. Wir waren etwa 30 Holz und gingen Richtung Speisewagen, wo sich die Schalker zu diesem Zeitpunkt aufhielten. Die Türen waren abgeschlossen, sodass wir sie aufbrechen mussten. Circa 3 Schalker standen nun im Speisewagen zwischen den Leuten und bewaffneten sich mit Gläsern und Tellern. Einer von uns hatte den Kragen voll und schmiss mit allem, was auf dem Tisch stand, nach den Schalkern. Diese warfen dann natürlich mit ihren Klamotten. Es kam zu einer geilen Schlägerei. Einen der Schalker erwischte es besonders schlimm. Bei seinem Fluchtversuch legte er sich auf eine Sitzbank. Einer von uns riss die Lampe vom Tisch und zertrümmerte sie ihm auf dem Kopf. Zum guten Schluss bekam er dann eine volle Flasche Bier auf den Kopf, sodass er bewusstlos im Boden ging. Seine Freunde hatten ihn schon längst im Stich gelassen. Wir ließen den Schalker dann liegen und gingen in unser Abteil weitersaufen.
Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland bereitet der Polizei große Sorgen. Drei deutsche Polizeiführer zu Besuch in London. Queen's Park Rangers gegen West Ham United. Erfahrungsaustausch über Fanverhalten. Wie es in England bisweilen zugeht, haben sie hier miterlebt. Wegen Randale konnte das Spiel erst eine Stunde später angepfiffen werden. Die englischen Fans, so bekamen die Deutschen zu hören, bereiten sich vor. Die T-Shirts für die Invasion von der Insel sind schon bedruckt. Verum sorgt sich mehr um die deutsche Fanszene. Man rüstet auf, sagt er. Die deutschen Fans wollen zeigen, wer Herr im Hause ist. Dies sei der Stand bisheriger Recherchen. Nur, dass du dir die Stecken machen musst, ne? Hab ich gesehen. Schöne, lange Stecks sind das. Treffen mit Mannheimer Kollegen beim Eishockeyspiel Frankfurt gegen Mannheim. Die Fanszene Eishockey ist mit der Fußballszene nahezu identisch. Auch hier Erfahrungsaustausch im Vorfeld der EM. Eben, das England-Spiel ist auf jeden Fall und die drei Spiele der deutschen Nationalmannschaft noch viel mehr, denn ich denke, dass da das große Reisen in Deutschland einsetzt zu den drei Begegnungen, die die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde austrägt. Und wenn wir die Düsseldorfer Geschichte nehmen vom Länderspiel vom 9.9. gegen England und da schon 1200 bis 1500 potenzielle Gewalttäter und Störer unterwegs waren, dann können wir davon ausgehen, dass dann bei der Euro das bis zu 2000 werden. September 87, Deutschland gegen England. Diese Anzeige erschien in den Sturmtruppen-News. Nach dem Spiel kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen deutschen und englischen Gewalttätern und der Polizei. Spielbericht Bundesrepublik Deutschland, England. Während des Spiels gab es mal eine kurze Keilerei zwischen Schalke und Karlsruhe. Sofort nach dem Spiel sammelte sich die gesamtdeutsche Pöbel. Es war ein Supermob. Man ging zusammen Richtung Tommyblock. Obwohl die Bullen eine Sperre bilden, kamen viele von uns durch. Hier und da knallte es kurz, aber dann ging es richtig ab. Die Cops ließen ihre Hunde ohne Maulkorb laufen. Nun ging alles auf die Cops drauf. Jeder, der einen Leuchtstift dabei hatte, schoss, was das Zeug hielt. Ein Steinhagel schockte die Bullen dann total. In ihrer Verzweiflung zogen sie sich plötzlich ihre Knarren und liefen uns hinterher. Wir konnten uns dann auf dem Parkplatz entkommen. Nun wurde ab und zu ein Tommy weggeboxt. Nun rückten die Bullen uns erneut zu Leibe. Zu Pferd kamen sie und schlugen uns wild um sich. Mittlerweile herrschte regelrechter Krieg. Ein Bulle wurde von seinem Pferd gezogen und gut bearbeitet. Sein Glück war, dass seine Kollegen mit den Ködern wieder ankamen. Ein Fazit. Uns ist die Premiere für die EM geglückt, denn Bullen wohl kaum. Wenn wir bei der EM zusammenhalten, wie bei diesen Spielen, dann brauchen wir keinen Gegner zu fürchten. Nur wenn man Randale macht, wird man heutzutage überhaupt noch bemerkt, so erklärt ein Fan sein Verhalten. Die Fanpolizisten Verum und Bech bemühen sich um Verständnis. Manchmal haben sie die Hand in der Tasche zur Faust geballt.